Ich glaube, jeder von uns ist es gewohnt, einen Preisvergleich zu machen, bevor er irgendwas im Internet kauft. Mein Favorit ist dafür die Seite Geizhals. Die hat verschiedene Funktionen, die es einem einfach macht, ein Schnäppchen zu ergattern. Zum Beispiel habe ich die Möglichkeit, die Preisentwicklung mir anzuschauen. Das verrät mir dann relativ schnell, ob ich gerade in der Phase bin, wo der Preis hoch ist oder ob es die auch schon mal günstiger zu kaufen gab. Ich habe hier die Fritzbox 7590 als Beispiel und hier kann man beispielsweise sehen, dass die schon mal auf 188 Euro und niedriger war. Hier sogar schon mal auf 160 Euro. Aktuell bin ich in der Hochpreisphase und die kostet 230 Euro. Um jetzt ein Schnäppchen zu schlagen, macht es natürlich Sinn, einen Preisalarm zu setzen. Der Nachteil bei Geizhals ist allerdings, dass das über alle Shops geht und ich zum Beispiel nicht direkt Amazon damit ansteuern kann und auch nicht weiß, wie der Preisverlauf auf Amazon war. Nach dem Intro erkläre ich, wie du genau dieses Feature für Amazon nachrüsten kannst. Wer also gerne wegen dem Kundenservice zum Beispiel nur bei Amazon bestellt, für den ist diese Funktion hier zwar auch interessant, um mal zu sehen, wie der Markt so ist, aber wenn man eh bei Amazon bestellen will, dann wäre es natürlich schön, den Preisverlauf auch bei Amazon zu sehen. Dafür gibt es zwei mir bekannte Seiten, die das können. Das ist zum einen keepa.com und camelcamelcamel.com. Für beide muss man sich für die Grundfunktion weder registrieren noch das Browser-Add-on anschauen. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal aus. Zum Beispiel bei camelcamelcamel kann ich jetzt hier oben mal eingeben Fritzbox 7590. Mir reicht hier also die Webseite aus, um ja, mein Produkt zu finden. Ich klicke hier mal drauf und ich sehe den aktuellen Preis. Kann auch hier einen Preisalarm setzen, ähnlich wie bei Geizhals, aber halt nur auf Amazon bezogen. Was hier sehr praktisch ist, ist auch, dass ich mir die Konkurrenz bei Amazon selber anschauen kann und zum Beispiel auch die Gebrauchten anschauen kann. Wir machen das gleiche jetzt mal bei Keepa und dann verrate ich auch gleich, warum mir Keepa deutlich besser gefällt. So, ich habe 7590 angegeben, hier oben ist unsere Box. Und mir gefällt es deshalb besser, weil ich hier eine viel detailliertere Übersicht habe. Ich kann hier mit der Maus drüber fahren und sehe dann direkt die Preise zu dem gewählten Zeitpunkt. Zudem sehe ich auch noch, wann es denn mal Warehouse-Deals gab. Das sieht man dann da hier unten an diesen ja, lila Sternchen und der Preis steht dann natürlich auch dabei. Auch hier habe ich natürlich eine Preisüberwachen-Funktion, kann mir einen Wunschpreis eingeben, noch ein paar Filter setzen und mich dann alarmieren lassen und das kann ich entweder als Gast tun oder mit einem festen Benutzerkonto. Beide Anbieter haben auch noch Add-ons. Ich habe mir zum Beispiel mal das Keepa-Add-on installiert und das sieht man dann hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Fritzbox-Seite bei Amazon bin und scroll ein bisschen runter, dann habe ich hier direkt den Preisverlauf und kann mir hier auch den Preisintervall dann anzeigen lassen. Ja, genau, also da habe ich es dann direkt auf Amazon und ich würde mal davon ausgehen, wenn man diese Add-ons installiert, dann wird man wahrscheinlich über den Affiliate-Link die Einkäufe von Keepa kaufen. Also die verdienen dann an den Käufen mit, würde ich mal denken. Das weiß ich jetzt aber nicht sicher. Aber für euch ist ja nur interessant, dass man dann halt direkt das Ganze hier eingeblendet hat. Ich persönlich finde den Mehrwert dieses Add-ons eher minimal, weil ich kriege die gleiche Ansicht und so selten wie ich das nutze, kann ich doch einfach mal auf die Webseite von Keepa gehen und das Ganze in die Suche eingeben. Immerhin bekommt man mit beiden Lösungen jetzt die Übersicht, wie viel Euro ein Produkt bei Amazon zu welchem Zeitpunkt gekostet hat. Und zusätzlich kann man sich ja auch noch einen Preisalarm setzen mit den entsprechenden Filtern.